Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihre Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war, der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den 11 Jüngern und den anderen allen. Es waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter und die anderen mit ihnen, die sagten das den Aposteln. Und es erschien ihnen diese Worte, als wäre es Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und buckte sich hinein und sah nur die Leintücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Und dann überspringen wir Vers 36. Now we're going to verse 36. Lies das zu Hause, es ist so viel. Jesus ist wirklich viele Leute erschienen nach der Auferstehung, aber das heute lesen wir nur diesen Teil. Das ist ein bisschen später, wo er zu den Jüngern kam, Vers 36. Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchten sich und meinten, sie sehen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Und warum kommt solche Gedanken in eurem Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin es selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und Füße mit Nagelmale, ne? Und als sie noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihnen ein Stück gebratenen Fisch vor und er nahm es und aß vor ihnen. Er aber sprach zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Hier ist was Wichtiges. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz der Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen. So steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter alle Völker. Das Ende von das Ganze ist, er sagte, er ist gestorben und auferstanden, damit Buße, Umkehr und Vergebung zu alle Völker, Juden und Nicht-Juden, gepredigt werden kann. Das ist der Grund. Nicht um ein tolles Leben hier auf Erden zu machen. So, vergiss das nicht, weil das ist nicht unser Schwerpunkt heute, aber das ist, was das alles hinauf ging. Jesus kam, damit wir umkehren, an ihn glauben, Vergebung der Sünde haben und Beziehung mit ihm haben. So, wir haben gelesen, es ist sehr wichtig zu erkennen, die Bibel ist voll von Prophezeiungen über Jesus. Die ganze Alte Testament, Pentateuch, alle fünf Bücher Mose, die Psalmen, die Propheten haben alle über Jesus gesprochen und prophezeit. Und das ist sehr wesentlich gleich. Weil ich möchte euch bitten, eure Vorstellungskraft jetzt einzusetzen. Stell dir vor, Jesus
ist nicht von den Tod auferstanden. Ich habe das mir die Woche vorgestellt. Es war unglaublich. Stell dir wirklich vor, jetzt, versuch das vorzustellen, dass Jesus am Kreuz starb, aber nicht von den Toten auferstanden ist. Was würde das für dich und für mich und für die Welt bedeuten? Zuerst würde es bedeuten, dass Jesus ein falscher Propheten war, ein Lügner. Der Test von einem Propheten in der Bibel war, dass was er sagt, geschieht. Und wenn jemand etwas prophezeit und es nicht geschieht, der ist ein falscher Propheten. Jesus wäre ein falscher Propheten gewesen, ein Lügner. Und wenn Jesus diese Verheißung nicht gehalten könnte, von dem Tod auferstehen, dann kann er keine andere Verheißung halten, die er uns gibt, gegeben hätte. Dann gibt es keinen Lamm Gottes, der die Sünde der Welt nimmt. Es gibt keinen Immanuel, Gott mit uns, Gott, der Fleisch geworden ist, weil Jesus, wenn er nicht von den Toten auferstanden wäre, wäre nicht Gott. Wäre auch nicht den Sohn Gottes gewesen. Und er kommt nicht wieder. Es gibt keine Wiederkunft Jesus, wenn er noch im Grab liegt. Und du, ich, wir sind noch in unsere Sünden verloren. Stell dir vor, Jesus ist nicht von den Toten auferstanden. Es gibt keine Vergebung für Sünde. Wir sind noch tot in unserer Sünde. Kannst du auch in 1. Korinther 15 nachher lesen. Wir sind noch tot, geistlich tot. Wir haben keine Beziehung zu Gott, keine Herzensbeziehung. Wir sind nicht wiedergeboren. Lies es jetzt nicht, bitte. Wir sind nicht wiedergeboren. Wir haben keine Gerechtigkeit Jesus. Wir müssen versuchen, vor Gott zu stehen in seine Gerechtigkeit. Nicht in seine Gerechtigkeit, unsere Gerechtigkeit. Wie schrecklich. Es reicht nicht aus. Wenn Jesus nicht lebt, dann du und ich, wenn das jetzt heute so wäre, stell dir das vor, ich weiß, dass es schwer ist, da haben wir keine Gewissheit, dass wir in den Himmel kommen. Das ist ein Hoffen, vielleicht schaffe ich das. Wir haben keine Gewissheit, wenn ich sterbe und in den Himmel komme, ich habe einen neuen Körper, heil, zeitlos. Wir würden keine Gewissheit von ewiges Leben haben. Keine Hoffnung nach dem Tod, dann ist es wirklich, wie viele hier im Osten sagen, du stirbst und das ist alles. Du lebst diese Leben, die bringen dich unter die Erde, fertig, Schluss, aus, nichts mehr. Wenn Jesus nicht von dem Tod auferstanden wäre. Das heißt auch, die, die an Gott geglaubt haben oder Jesus geglaubt haben und bis jetzt gestorben sind, du siehst die nie wieder. Wir sehen sie nie wieder, weil es keine Auferstehung geben würde. Der Tod wäre wirklich der letzte Abschied von alles. Und wir würden tierische Angst vor dem Tod haben. Weil wir würden wissen, wenn wir sterben, das ist alles vorbei. Und man würde hoffen wieder, dass man eventuell vielleicht zu Gott kommt, aber da ist keine Sicherheit. Weißt du noch, was das bedeuten würde? Das würde bedeuten, dieses Buch kannst du in die Tonne werfen. Wenn Jesus nicht von dem Tod auferstanden ist, kannst du der Bibel wegwerfen. Dann ist die Bibel nicht Gottes Wort, weil die Bibel ist voll von Jesus, von Anfang bis zu Ende. Jesus, 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 der Messias, das Lamm Gottes, der kommen wird, zu sterben für die Sünde der Welt, das Opferlamm, das Passelamm, der Stellvertreter für uns am Kreuz. Dann kannst du nichts in der Bibel nehmen.
dann ist es nicht wahr. Aber wenn es nicht, wir haben gelesen, deswegen war es so wichtig, wir haben gelesen, Jesus hat gesagt, die Schrift hat gesagt, dass der Sohn gekreuzigt wird, begraben wird, nach 3 Tagen auferstehen wird. Es ist alles in Mose, die Propheten. Und wenn das nicht so ist, dann kannst du die Bibel wegwerfen. Dann haben wir nichts. Weil wenn Gott nicht in der Lage ist, Jesus von dem Tod aufzuerwecken, oder Jesus nicht in der Lage ist, von dem Tod wieder aufzuerstehen, dann hat er nichts, was er für uns tun kann. Ich sage es ganz platt und bewusst, und ich mag es nicht so in den im Mund nehmen, aber wenn Jesus von dem Tod nicht auferstanden ist, ist er nur noch eine tote Jude unter viele gewesen. Wenn er nicht von dem Tod auferstanden ist, stell dir wirklich, versuch das vorzustellen. Es ist schwer, weil wir wissen, dass er lebt. Aber wie es dir gehen würde. Übrigens, es gibt 90% hier in Deutschland, die genau so ein Leben führen, die wir erzählen hier, weil die glauben nicht und wissen nicht, dass Jesus von dem Tod auferstanden ist. Aber wenn er nicht von dem Tod auferstanden ist, es gibt keine Ausgießung des Heiligen Geistes, weil er hat gesagt, ich gehe zum Vater, ich lasse euch nicht aus Waisen zurück, ich sende meinen Geist, die Verheißung des Vaters. Das gebe kein Taufe im Heiligen Geist, wenn Jesus nicht von dem Tod auferstanden ist. Dann gibt es keine Geistesgaben, es gibt keine Gemeinde Christi. Wenn Jesus im Grab liegt, er braucht keine Gemeinde, er braucht keine Braut. Wir brauchen nicht die Geistestaufe, um Zeugen für Jesus zu sein, ausgerüstet zu sein, seine Zeugen in die Welt zu sein, weil was wird man bezeugen? Ja, er ist am Kreuz gestorben. Das war es, leider. Er konnte nicht auferstehen, wie prophezeit wurde, wie er auch immer wieder. Jesus selbst, ihr wisst, hat immer wieder prophezeit, ich stehe auf von den Toten. Aber dann war er ein Lügner. Und ihr Lieben, dann, wenn Jesus nicht lebt, stehen wir immer noch unter die Herrschaft Satans, das der Reich der Finsternis. Wir sind in unsere Sünden gebunden. Es gibt keine Macht, frei zu werden. Wir sind ihnen ausgeliefert, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Und wisst ihr noch was? Wir haben keine hohen Priester. Jesus ist unser hoher Priester. Aber wenn Jesus im Grab liegt, dann kann er nicht zu Rechten des Vaters stehen und Fürbitte für dich und mich machen. Wenn er im Grab liegt, kann er nicht, und hier ist das fast das Wichtigste, als hoher Priester. Der hohe Priester hatte die Aufgabe, während der Passafest einmal im Jahr das Blut des Lammes zu nehmen und in das Allerheiligste zu bringen. Dieses Blut auf den Gnadenthron zu legen. Nur er dürfte einmal im Jahr dahin kommen. Der Gnadenthron im Tempel in der Stiftshütte war der Thron Gottes auf Erden. Und wir lesen im Hebräerbrief, dass Jesus, unser hoher Priester, ist zum Himmel gegangen, zu diesem Heiligtum, die wirklich ist und nicht ein Abbild ist von was auf Erden war. Und er hat sein eigenes, heiliges, reines Blut auf der wirkliche Gnadenthron vor den Thron Gottes gelegt. Für unsere Vergebung. Aber wenn Jesus nicht von dem Tod auferstanden ist, dann war sein Blutvergießung für unsere Schuld umsonst. Weil wenn der Priester ein Opfer machen würde auf dem Altar vor dem Tempel, und das Blut des Lammes an diesem Festtag nicht
im Allerheiligtum gebracht worden wäre, dann gilt es nicht. Und dasselbe mit Jesus. Wenn er nicht von den Toten auferstanden ist, ist er nicht in den Himmel gegangen. Ist er nicht als unser hoher Priester vor Gottes Thron mit seinem Blut gegangen, damit wir Vergebung der Sünde haben. Das Blut des Lammes, ein Tier hat nur die Sünde ein bisschen zugedeckt. Aber Jesus Blut reinigt uns. Jesus Blut macht uns frei. Jesus Blut ist wirksam für jeden Menschen, der ihn nehmen möchte. Aber wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, wir haben keinen hohen Priester. Wir können nicht mit Zuversicht vor den Thron Gottes kommen und Hilfe finden in Zeiten der Not. Weil er steht nicht neben dem Thron Gottes, sondern verwest im Grab. Wir sind, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, immer noch geistlich tot. Keine Verbindung zu Gott, kein ewiges Leben. Es gibt keine Möglichkeit, Sieg über das Fleisch zu haben. Oh, wie sehr danke ich Gott, dass er seinen Geist gegeben hat, um zu helfen, Sieg über das Fleisch zu haben, dass Christus durch uns sein Leben leben kann. Und so, zur Wiederholung kurz, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, dann war er ein falscher Propheten, er war ein Lügner. Wir sind immer noch verloren und hoffnungslos in unserer Sünde. Keine Hoffnung vom Himmel, keine Gewissheit über den Himmel. Wenn jemand stirbt, ist das alles, alles vorbei, alles aus. Wir sehen sie nie wieder. Die Bibel kannst du in die Tonne werfen, weil die Bibel geht nur um Jesus Christus. Alles. Aber wenn er nicht in der Lage war, sein Wort zu halten, von den Toten auferstehen, dann kannst du nichts glauben. Weg. Gibt es kein Taufe im Heiligen Geist, keine Freiheit von der Macht der Finsternis, kein hoher Priester. Und dann wurde mir noch was bewusst, weil ich habe gedacht, okay, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, dann sind wir noch im alten Bund. Der alte Bund, wo man ein Tieropfer bringen musste für Vergebung der Sünde, aber immer wieder, na, es war nicht einmal alles fertig. Dann müssen wir einen Tempel haben und die Lämmer bringen, dann müssen wir noch Priester haben, hohe Priester. Und unter das Gesetz leben, nicht unter die Gnade. Wir könnten nicht Vater zu Gott sagen. Aber dann wurde mir bewusst, eigentlich ist das nicht wahr. Wenn Jesus Christus nicht von dem Tod auferstanden ist, der alte Bund gilt auch nicht. Weil der alte Bund war Verheißung, der Messias kommt. Das Lamm Gottes, der die Sünde der Welt, er ist das alte Bund, dieser Opferlamm, sein Blut. Das war alles ein Abbild, ein Typus von Christus. Das ganze alte Bund, ich werde euch ein neues Herz geben. Euer steinernes Herz ausnehmen, ein Herz des Fleisches geben. Ich werde mein Gesetz in euer Herzen hineingeben. Ich werde euer Gott sein, ihr werdet mein Volk sein. Ich verspreche euch ein verheißenes Land, aber nicht Israel, sondern in der Ewigkeit, in meiner Stadt im Himmel. So, wenn Jesus nicht auferstanden ist von dem Tod, der alte Bund ist auch ungültig. Hat nichts zu sagen. Ich hoffe, dass du das versucht hast, das vorzustellen. Wenn nicht auch später, heute. Das ist einfach schrecklich. Schrecklich. Wenn Jesus nicht von dem Tod auferstanden ist. Und die Bibel sagt auch in 1. Korinther 15, dass wir von allen Menschen am elendsten sind. Aber heute sage ich euch, Halleluja, er ist auferstanden von den Toten und er lebt. Es ist kein Märchen. Halleluja, Jesus lebt.
Er hat sein Wort gehalten. Er hat die Macht des Todes zerstört. Er hat unsere Sünden gereinigt durch sein Blut. Er ist zugänglich. Wir haben Zugang zu Gottes Thron durch sein Blut. Halleluja. Wir haben Beziehung zu Gott durch sein Blut. Oh, ihr Lieben, welch ein Tag. Ich möchte noch ein paar Stellen lesen, ganz schnell. 1. Korinther 15. Jetzt können wir die Bibel wieder nehmen. Nicht wegwerfen. Ist doch wirklich wahr. Treasurer, could you please turn off your microphone? 1. Korinther 15. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr feststeht. Dadurch, dass ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Das ist wichtig. Wenn wir das Evangelium festhalten in der Gestalt, wie wir in die Neue Testament lesen, nichts dazu tun, nichts wegnehmen, sondern festhalten, was hier steht. 3. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal. Gleichzeitig haben 500 Leute Jesus gesehen nach seiner Auferstehung. Das war nicht irgendwie ein schlechter Marihuana-Trip. Von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben, einige sind aber entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln, zuletzt von allem ist er auch von mir aus einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Das gibt Augenzeugen für Jesus offenbar, dass Jesus auferstanden ist. Und wir wissen das, weil unser Leben ist verändert von Jesus. Und die Jünger außer eins sind alle ein Märtyrertod gestorben, weil sie gesagt haben, wir sind Zeugen, Jesus ist auferstanden von dem Tod. Keiner lässt sich umbringen für eine Lüge. Noch eine Stelle in 1. Korinther. Kolosser, Entschuldigung. 1. Kolosser. Halleluja. 1. Kolosser. Vers 13 bis 14. Colossians 1:13-14. 1. Kolosser 13 bis 14. Eigentlich lies Kolosser durch, 1. und 2. Kapitel heute. Das ist zu viel jetzt zu lesen. So. 13 von Jesus. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Weil Jesus auferstanden ist, er hat die Mächte und Gewalten überwunden. Du bist nicht ein Sklave von Satan, von der Sünde. Wir sind frei durch Jesus Christus. Halleluja! Weil er auferstanden ist. Ich werde es nochmal wiederholen. Wenn Jesus nicht von dem Tod auferstanden ist, Satan hat gewonnen. Das Böse hat gesiegt. Wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist. Ihr Lieben, das ganze Christentum steht oder fällt in der Tatsache, dass Jesus wirklich leibhaftig auferstanden ist. Nicht symbolisch. Nicht über die Christusprinzipien, sondern leibhaftig ist er auferstanden. Und wir werden ein neuer geistlicher Leib haben. So, noch Kolosser 2, Vers 12 bis 15. Kolosser 2, Vers 12 bis 15. Das ist die letzte Stelle. Ich lese es auch in einer anderen Übersetzung. Denn als ihr getauft würdet, werdet ihr mit Christus begraben. Und ihr würdet mit ihm zu neuem Leben auferweckt, wie ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld
und in der Beschnittenheit eures Fleisches. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Alle. Er hat die Liste der Anklagen gegen dich gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weise, Halleluja, hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Die ganze Liste von deiner Sünde, meiner Sünde, gegen uns, die Anklagen, gerichtliche Anklagen, wir waren schuldig. Jesus hat sie ans Kreuz geheftet und da gelassen, mit ins Grab genommen. Halleluja! Und dadurch hat er über der Satan und die Macht der Finsternis triumphiert. Er hat nichts, wo er dich greifen kann jetzt, weil du nicht schuldig bist in Jesus, in sein Blut, weil er auferstanden ist. Er hat kein Anrecht mehr an dein Leben als ein wiedergeborener Christ. Du hast Freiheit, wenn Jesus von dem Tod wirklich auferstanden ist. Und das ist er. Halleluja. Das ist er. Oh, ihr Lieben, denkt einfach drüber nach, was das wirklich bedeutet. Aber es bedeutet auch noch was. Jetzt komme ich zum Schluss hier mit dieser Predigt. Wenn du Jesus und sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung nicht für dich annimmst, dann eigentlich ist dein Leben ein Leben, wie es wäre, wenn Jesus nicht von dem Tod auferstanden wäre. Heute kann das anders werden. Jesus liebt dich. Deswegen ist er zum Kreuz gegangen. Deswegen ist er auferstanden, weil er dich liebt. Weil er Beziehung mit dir haben will. Nicht nur hier. Dieses Leben geht so schnell vorbei. Aber in der Ewigkeit. Für immer und immer und immer. Eine letzte Stelle möchte ich lesen, ist Römer, Kapitel 10. Diese Stelle hat ein neues Gewicht für mich genommen, als ich überlegt habe, wie wäre es, Romans Chapter 10, Verse 9 and 10, wie wäre es, wenn Jesus wirklich nicht lebt? Römer 10. Vers 9 und 10. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man vom Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Vers 13. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Was bedeutet dieser Ostern für dich, dass Jesus auferstanden ist? Er sagt es zwei Dinge. Dass wir mit unserem Mund bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Nicht nur Jesus Christus ist ein toller Mensch, guter Kumpel, ein bester Freund, nee. Dass er der Herr ist. Alles, was wir gelesen haben, Herr über alle Mächten, Gewalten, dass er am Kreuz besiegt hat über die Sünde, über den Tod, über alles Satten, alle seine Mächte, dass Jesus der alleinige Herr ist, wenn man das bekennt, und das ist dann persönlich, Jesus, du bist mein Herr. Ich setze nicht mehr auf den Thron meines Lebens. Ich bin nicht mein eigener Gott mehr. Du bist mein Herr. Du bist mein Gott. Ich gehöre dir. Ich glaube dir. Oh, ihr Lieben, er ist so gut, so liebevoll, so barmherzig. Es wäre verrückt eigentlich, Jesus nicht anzunehmen als Herr unser Leben. Und dann sagt er, und hier ist, was mir so groß geworden ist. So wie er sagte, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Nicht ein, naja, habe ich hier in der Kirche irgendwann gehört, ja, wir bekennen Gott den Vater, Gott den Sohn, der Heilige, diese ganze, ist alles wahr. Diese Glaubensbekenntnis. Aber glaubst du es im Herzen? Glaubst du im Herzen, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat? Und wenn du das glaubst und ihm das sagst, er sagt, du wirst gerettet.
Umkehr von deiner Sünde. Jesus, du bist mein Herr. Vergib mir. Ich glaube, was du am Kreuz getan hast. Und ich glaube, dass du auferstanden bist. Halleluja. Ich möchte noch mit uns beten. Oh Jesus. Jesus, danke. Danke, dass du von dem Tod auferstanden bist. Dass es nicht irgendein Märchen ist, sondern dass es Realität ist. Oh Herr, wie schrecklich wäre die Welt und unser Leben, wenn du noch im Grab liegen würdest. Herr, ich will es gar nicht vorstellen. Aber so leben viele Menschen heute ohne einen auferstandenen Herr Jesus Christus. Herr, ich bitte dich für jeden Einzelnen, Herr, die zuhört. Herr, du hast die Jünger, wir haben gelesen, er hat ihr Verstand geöffnet. Vater, öffne unser Verstand noch mehr und mehr, dein Wort zu verstehen, erkennen, Jesus zu erkennen. Und Herr, ich bitte dich, wenn jemand hier ist, zuhört oder zuhören wird und sie dich nicht kennen, die haben nicht diese Gewissheit, dass sie Jesus Christus hören, dass sie ein Kind Gottes sind, Herr. Ich bitte dich, dass heute den Tag ist. Heute. Du kannst zu Gott in deine eigenen Worte einfach beten, aber du kannst irgendetwas so sagen: Herr Jesus, ich will, dass du mein Herr bist. Ich habe gesündigt. Bitte vergib mir meine Sünden. Ich nehme das an, was du am Kreuz für mich getan hast, Jesus. Und ich glaube in meinem Herzen, dass du von dem Tod auferstanden bist. Und ich will dich kennen und dir gehören, jetzt und für die Ewigkeit. So etwas in deine eigenen Worte kannst du sagen. Wenn du so ein Gebet betest, schreib uns hier auf New Beginnings International Church Berlin. Sag uns Bescheid. Ich würde gerne einfach Kontakt mit dir haben. Und wir, die Jesus kennen, lass uns heute ihn preisen und loben als der tatsächlich wahrhaftig auferstanden.